Die Wolfgang-Paul-Vorlesung ist eine Veranstaltung, die von unserem Nobelpreisträger Wolfgang Paul zu seinen Lebzeiten noch selbst ins Leben gerufen wurde, in Form einer Stiftung, in die er einen großen Teil seines Nobelpreises eingezahlt hat. Und die ermöglicht es uns, alle ein bis zwei Jahre herausragende Physiker aus aller Welt hier ans Physikalische Institut zu bekommen für eine Vorlesung und darüber hinaus auch noch für Fachgespräche und weitere Zusammenarbeiten. Wir sind sehr froh, dass wir heute Wolfgang Ketterle vom MIT hier hatten. Er hat einen wirklich spannenden Vortrag gehalten und sind auch ein bisschen stolz, dass Bonn einen Standort darstellt, an den solche namhaften Nobelpreisträger gerne kommen. Mit Wolfgang Paul verbindet mich die Leidenschaft für Atomphysik. Wolfgang Paul hat pionierhafte Arbeiten geleistet. Ich kenne einige seiner Originalarbeiten und ich hatte auch das Vergnügen, Wolfgang Paul auf einer Sommerschule 1992 in Varenna als Vortragenden zu erleben. Und ich saß da und habe von ihm gelernt. In Bonn steht die Atomphysik in der hohen Blüte. Und es gibt hier verschiedene Kollegen, Herrn Meschede und Herrn Weitz, die ich seit vielen Jahren kenne. Und es ist immer schön, in Bonn zu sein und sich über die neuesten Ergebnisse auszutauschen. Ich fand, das Publikum war irgendwie interaktiv. Man hat eine Reaktion im Publikum gespürt während dem Vortrag und dann auch einige sehr interessanten und sehr gute Fragen erhalten nach dem Vortrag.